Gott. Da hat's den Putz runtergeknallt. Alter, shit. Es gibt keinen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Mach das nie wieder. Ohne Scheiß, Markus, ich sag da... Ja, bist deppert! Headshot! Die macht einen fucking Headshot! Ey, ins Gesicht, Alter! Spinnst du? Die schießt mir auch in Häuser rein! Adredo. Ja, Mann! Entschuldigung! Was der ist, ist vor allem das Schrecken und dann kommt nur dazu, dass voll ein Schuss an Plastik drauf. Ja, nehmen wir nochmal, ey. Warte, ich mach nochmal, okay? Nein, du machst nicht nochmal! Wohin? Was, wohin? Nicht auf den Kopf! Hör auf, Alter! Marco, jetzt hör auf! Was? Ich setz den Helm auf. Okay, der will auf den Kopf schießen. Der will auf den Kopf schießen. Also. Spinnst du? Was ist mit dir los? Elana, was sagst du da? Die spinnt doch. Die schießt mal auf den Kopf. Schieß. Trifft echt gut, ey. Trifft echt gut. War fast ein Soldier-Wert da. Ich lasse den Helm jetzt besser auf. Ich hab schon gewusst, warum dass ich heute den Helm halt auf trage. Hab ich den nicht weh da? Nein, nein, okay. Passt schon. Oh, Scheiße. Was? Hab mir echt weh da. Spaß. Also, ohne Scheiß, das sieht gut aus. Also, eine Soldatin wie du wäre, glaube ich, im Krieg, auch wenn du keine Ausbildung hättest, sehr, sehr von Vorteil, da die Männer der Alliierten oder der Gegner, ich weiß nicht, wie man das sagt, auf jeden Fall, wären abgelenkt von dir. Wären abgelenkt von dir, glaube ich, so. Und ohne Spaß. Würden verfehlen, oder? Würden vor lauter Wow-Effekt nichts mehr treffen, so. Genau. Ja, also ohne Spaß, sieht so fresh aus. Es sieht so fresh aus, es hat was. Oh mein Spaß. Es schaut so lieb aus. Es schaut einfach so lieb aus. Also du kannst mir jetzt einen Kopfschuss verpassen. Echt? Aber ja. Nur wenn du triffst. Ja, was? Wehe, du triffst nicht. Schatz, pass auf, gell? Wehe, du triffst nicht. Was, wie du im Nacken triffst. Boah, so. Diese Erlaubnis, Freunde, lass ich mir natürlich nicht nehmen. Jetzt wird natürlich gleich repetiert. Jetzt wird gleich geballert. So, zurück hier auf Magaziniert. Okay, aber bitte triff. Alle Achtung, jetzt kommt der Headshot des Jahrtausends. Aber Schatz, triffst du eh? Natürlich. Okay. Schatz, pass auf, geh nicht woanders treffen. Nein, nein, nein. Oh. No, no, no. Oh, du bist so schlechter. Schütze. Ah, das macht echt Spaß. Ey. Das kann ich den ganzen Tag machen, ohne Spaß. Gut, dass ich nur 500 Schuss habe. Das ist echt lustig. Ah. Hey, bei Oberteil warst du voll gut dazu, gell? Darf ich mal die Westen anziehen? Ja, das ist die perfekte Tarnung, ey. Fire in the hole! Team, fall back! Go, go, go! Ah, die ganzen Counter-Strike-Commands. Wer kennt sie? Wie du laufst, ey. FBI, open up. Maschine. So vorbei, du musst zur Tür raus. Ah, hör auf jetzt! Jetzt hör auf, Alter, ohne Scheiße! Ey, es ist ey, ich trau durch, Alter. Ja, so, jetzt fangen wir mal mit den Reaction an, Freunde. Was machen wir jetzt? Sag mal. Jetzt schauen wir, was da steht. Und zwar. Endlich ist es wieder soweit, nämlich... Du machst mir Angst. Ein neues Fail-Video steht in den Startlöchern, aber nicht nur irgendwelche Fails, sondern Home-Workout-Fails. Das ist witzig, glaube ich. Home, ich glaube, das passt perfekt, wenn wir drauf reacten, oder? Stimmt, schon gut. Ich würde sagen, besser geht's, komm. Ich habe früher so gerne Ups, die Pannenshow geschaut. Ah, wer ja. Kennt das noch? Ich hab's geliebt, ich hab Tränen gelacht als Kind. Ja, und Real Talk, meine Schwester und ich, wir haben da mal ein Video eingesendet. Ich hab sie gefilmt, hab anscheinend früher auch schon gerne gefilmt, hab sie gesagt, was sie machen muss. Und sie ist dann wo runtergerollt vom Bett zum Beispiel und auf den Boden geknallt. Und ich habe so gemacht, oh krass, was ist passiert? Ich sie so, ich hab schlecht geträumt. Richtig und so, schlecht, richtig oder? Schlecht. Und einmal bei so einem Zaun. Da war ein Zaun, so ein Draht, oben und unten so ein Draht und halt zwei Stempen. Ich sag zu ihr, lauf da richtig durch und du so, als hättest du den Zaun nicht gesehen. Tina fetzt richtig los, fetzt richtig in den Zaun rein, überschlägt sich halb und fängt dann zu weinen an, geht zu Mama und sagt, Sascha hat gesagt, ich soll was machen.
War es nicht sogar so, sie ist erstes reingerannt, du hast gesagt, nochmal, es muss echt ausschauen, das hat sie erzählt. Ja, das stimmt, es muss echt aussehen. Auf jeden Fall haben wir einiges gefilmt und wir haben es tatsächlich dann hingeschickt, weil man hat da, glaube ich, 50 Euro oder 100 Euro zu bekommen, wenn es genommen worden wäre, plus man ist halt im Fernsehen. Und das wollte man irgendwie schaffen als Spaß und dann ist ein Ding zurückgekommen, eine Nachricht, ihr habt es leider nicht reingeschafft und so, aber es war echt zu schlecht. Es war so schlecht, ich sag's dir. So peinlich. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir Homeworkout-Fails am Start. Schauen wir mal, was da los ist. Wir starten los, oder? Ja. Schauen wir mal, was die zu bieten haben hier. Geht es los? Jetzt geht's los. Wir schauen rein. Letzten Fail passiert. Es ist nur ein bisschen Spaß, so. Spaß! Es war also nicht so. Es war also echt ein bisschen lustig. Na, aber ich wollte einen Scherz machen. Achso, was war jetzt da die Pointe gewesen? Die Pointe war gewesen, ich habe nicht gesehen, was passiert, weil. War nur ein Scherz, Schatz. Du bist die Beste. So, wir schauen rein. Nimmt er einfach sein Kind als Gewicht? Ey, ich brauch auch endlich Sascha Hubert Junior. Da kann ich mit ihm trainieren. Und das Gewicht und hier mal was, Feuerlöscher. Eine Gasflasche oder so. Eine Gasflasche, einfach mal angebunden und das Kind schreit bei jeder Wiederholung, wo es hochgeht. Was ist hier los? Video ist viel zu laut. Oh shit. Ah ja, ob er der richtige Spotter wäre, ist halt die Frage, gell? Wobei, man darf es ja nie unterschätzen, aber bei dem Gewicht hier rein aus dem Bizeps hochzuhelfen, wird vielleicht ein bisschen schwierig hier. Oh, Mann, das ist gefährlich, ey. Es ist echt gefährlich. Ah, Scheiße. Das ist gut. Wie der Kleine richtig loslacht, der Kleine. Fühlt, wenn Papa auf den Boden knallt. Oh je. Oh je. Yeah. Wenigstens die Mathe schon vorbereitet. Ja, ich habe mir selber gedacht, er hat sich wenigstens schon die Mathe vorbereitet. Ja, diese Klimmzugstangen, Freunde, kann ich nicht empfehlen, die einfach hier. Das ist halt echt miese Qualität. Ich habe ein Video rausgebracht, das beste Home-Equipment für zu Hause. Checkt das Video aus, da habe ich euch auch eine Klimmzugstange verlinkt, die ich wirklich empfehlen kann. Was macht er? Den Sessel und Gewicht, nice! Und jetzt? Na schon wieder, was sind das für Flaschen? Die Gasflaschen. Gasflaschen? Da gibt es nicht den Pump des Jahrtausends, sondern die Explosion des Jahrtausends, wenn die so weitermachen und die runterfällt. Da hat's den Putz runtergeknallt! Alter, shit! Das Ding ist, da kann man fast gar nicht lachen, weil man so mitfühlt. Ja, schon sehr krass ist. Also der ist so eine Maschine, der hat mit den Fingern hier den ganzen Putz mitgenommen. Die Wand! Wow!
Was? Boah, das kann ja nur schief gehen. Aber bei manchen, schon, ha? Da ja, fragt man sich schon. Von was geht man da aus? Blöd. Oh, oh. Wow. Shit. Wow. Ja, kann passieren. Ja, passt. Das war's mit Teil 1. Es vorne waren gute Fails, sag ich. Es waren echt oder? Gute Fails mit dabei. Der eine oder andere normale, aber die meisten waren echt gut. Und ich sag's euch, wenn ihr Teil 2 sehen wollt, rein in die Kommentarbox, damit Daumen nach oben sprengen und dann schauen wir uns mal den Teil 2 an. So würde ich sagen, oder? Man kann mal durchaus machen. Durchaus mal machen. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.